Konnichiwa und andere Pokémon, hier in dieser Folge The Search. Wollte doch sagen, ich höre da jemanden. Hey Kumpel! Zack, zack, Beinchen ab. Keine Ahnung, wofür das ist. Ich glaube, das ist für den Fahrstuhl. Jo. Müsste man jetzt natürlich wissen, wo der Fahrstuhl hinführt. Und ob man da überhaupt hin will. Zugriff verweigert. Mir hat tatsächlich jemand gesagt, dass man da erst reinkommt, wenn man das Spiel durch hat. Oder fast durch hat. Für einen Neuanfang. Wir fahren einfach mal mit dem Fahrstuhl. Mal gucken, wo der hinführt. Momentan sind wir ja sowieso irgendwo im Nirgendwo. Momentan heißt es einfach irgendwie durchkommen, gucken, dass wir Shortcuts freischalten. Und hoffen, dass das irgendwie Sinn macht, wo wir hingehen. Was ist das? Alles klar. Okay. Zumindest fällt uns noch auf, weißt du, dass da komische Töne sind. Und da unten sind diese Hunde, die ich meine. Die haben wir ja im zweiten Gebiet, da gab es auch, wo wir mit dem Fahrstuhl hoch sind. Und da ist der nächste Bagger und bei dem Bagger bekommen wir eine Münze. Zu der Münze will ich hier im Let's Play noch nichts sagen. Im Livestream bzw. auf Discord habe ich dazu schon was gesagt. Was es damit auf sich hat, das seht ihr auf jeden Fall in diesem Let's Play, verspreche ich euch. Ich kann nur so viel sagen, sammelt diese Münzen. Also legt euch mit den Baggern an. Jo, hat super geklappt. Kannst du bitte sterben? Oh, der ist schon tot. Gut, wie gesagt, ich will mich auf jeden Fall mit dem Bagger anlegen. Wow! Aber ich habe die Waffe aufgehoben. Leute, ich wüsste nicht mal, wie wir da wieder hinkommen. Das ist so weit am Arsch. Hm.
Er ist schon eine coole Waffe. Kann man nichts sagen. Wir haben einen Haufen Stuff bei uns. Nee, das nicht. Ich meine, das auch. Vanadiumzelle haben wir bekommen. Aber ich wollte hier hin. So. Jetzt, das ist immer die Frage, die ich habe, Alter. Ich meine, wir brauchen mindestens Kernleistung 45, damit wir wirklich alles nutzen können. Deswegen bin ich da immer fast der Meinung, wir hauen das raus. So, dann können wir nämlich hier noch ein Implantat reinmachen. Was haben wir denn noch Schönes? Energieverbrauch, Energieverlustrate, Energieverbrauch, das ist aber bei Finisher-Sequenzen. Man denkt immer, Energieverbrauch gesenkt, geil, dann brauche ich weniger Energie, um die ganzen Sachen auszuführen. Das ist aber nur bei Finishern. Erhöht die Menge an Altmetall, erhöht die maximale Energie. Das ist wichtig. Wenn wir da ein V2 oder ein V3 finden würden, wäre schon geil. Aber wir könnten uns jetzt noch einen Vitalboost reinmachen. Oder hier erhöht die Energie. Das machen wir rein, weil wir ja durch unsere Waffe da einen Malus haben. Jo, finde ich gut so. Ich weiß, ihr seht's vielleicht anders. But I don't give a fuck. Bitte bleibt zu eurer eigenen Sicherheit innerhalb der Servicestation. Deine Mutter. So, wir gehen hier lang. Ich erinnere mich an die beiden Typen da. Bitte um eure Aufmerksamkeit. Autsch! Na, habt ihr gesehen? Der kann uns, ich glaube, mit Öl voll spritzen oder was? Manchmal ist Angriff tatsächlich die beste Verteidigung. Ich weiß nicht, wo wir beim letzten Mal langgelaufen sind. Doch, weiß ich. Wir sind da lang. Aber diesmal gehen wir hier lang, denn wir haben ja hier die Tür aufgemacht. Automat V2. Was bist denn du? Regeneriert Leben, solange es niedrig ist. Automatisch? Okay, das ist nicht schlecht, Leute. Dann werden wir zum Tod hin immer stärker, so wie Son Goku. Goku. Son Gokkel. Ich glaube, für die habe ich so die richtige Taktik mittlerweile rausgefunden. Einfach drauf. Da kommen wir aber nicht rein. Gut, zumindest wissen wir, dass der Weg, den wir gegangen sind, absolut der richtige Weg ist. Mhm. Autsch.
Bis jetzt mussten wir uns noch nicht heilen. Mal gucken, wie lange das noch so bleiben wird. Da können wir auch mal runter. Da kommt ja auch die Drohne her, die auf uns schießt. Geil! Bitte wartet innerhalb der Servicestation, solange die Sicherheitsabriegelung aktiv ist. Ach komm, das hat beim letzten Mal schon nicht gewirkt bei mir, dann wirkt es jetzt auch nicht. Ja, ist natürlich doof, dass es da arschweit runtergeht. Der ist da runtergefallen. Bitte bleibt innerhalb der Servicestation, bis die Situation geklärt wurde. Zugewiesene Säuberungsteam, bitte beim Einsatzleiter zur Missionsbesprechung melden. Jo, hier kommt die Drohne von vorne. Sagte er und sprang voll rein. Ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Power. Wäre ganz geil, wenn wir unsere Waffe aufrüsten könnten. Jetzt kommt das hier wieder. Ich will zumindest die Drohne da weg haben. Was ist eigentlich dieser Effekt, den wir die ganze Zeit da haben? Oben links? Das habe ich ja schon voll oft gefragt. Das kommt mir so vor, als wenn wir uns immer... Also wir haben ja die Lebenslinie unterteilt in verschiedene Bereiche. Und es kommt mir so vor, als ob wir immer einen Teil davon regenerieren würden. Na komm schon. Na, noch ein Stück. Nicht runterfallen. Vortex Energiekern. Da ist noch eine Drohne. Der hat uns ganz genau gesehen, die scheiß Drohne. Was wir jetzt versuchen könnten, wäre darüber zu springen. Beziehungsweise gucken, ob man von hier oben darunter. Nee, das ist. Selbst für mich ein bisschen zu gewagt. Leute, wir könnten tatsächlich versuchen, darüber zu springen. Das sieht nämlich auch so aus, als ob du es nicht anders schaffst. Ja, doch, ich hätte einen anderen Weg.
Alter, was mach ich hier bloß für eine Scheiße? Jo. Man kann auch gar nicht einschätzen, wie weit der springt. Aber wenn da Recycling Buddy 2 oder sowas drin ist, dann verdammt nochmal will ich das haben. Nice. Und wir haben auch bis jetzt hier noch keinen Wolfram 3. Bitte bleibt zu eurer eigenen Sicherheit innerhalb der Servicestation. Ich könnte mir fast vorstellen, wo wir das herbekommen. Nämlich von diesen Hunden. Bitte um eure Aufmerksamkeit. Wow, okay, da ist ein Loch, das wusste ich nicht. Sorry. Scheiße. Scheiße, fuck. Das war jetzt ein bisschen unglücklich. Bitte bleibt zu eurer eigenen Sicherheit innerhalb der Servicestation. Ich dachte nämlich, ich kürze das Ganze ab. Bitte um eure Aufmerksamkeit. Aber dann ist da so ein Geländer. Zugangsbeschränkungen für diesen Sektor bleiben aktiv. Säuberungsteam wurde angefordert. Bitte bleibt innerhalb der Servicestation, bis die Situation geklärt wurde. Zugewiesene Säuberungsteams bitte beim Einsatzleiter zur Missionsbesprechung melden. Nicht mit mir. Ich weiß gar nicht, wie das war. Ging es durch die Tür raus? Ja, ne? Wo ging der Fahrstuhl hin? Nach oben. Logisch, ist der Fahrstuhl. Jetzt steht er da und ist sauer. Ah ja, die Sicherheitstür, stimmt. Okay, wir müssen, wenn wir mal Zeit haben, uns dran erinnern, dass da so ein Teil war, wo wir nicht rankamen. Also wo wir wahrscheinlich schon rankamen, aber diese Sprungeinlagen in dem Spiel, die, ich weiß nicht, in der Third Person irgendwo langhüpfen, das ist nicht meins, es sei denn, die Ansicht ist deutlich besser. Immer so, wir machen deutlich mehr Schaden, als ich erwartet hätte. Mittlerweile. So, wir werden natürlich nochmal versuchen, oben an das Teil ranzukommen. Puh. So, aber ich habe keinen Bock, mich mit Snoop Dogg anzulegen. Okay. Das geht nicht gut aus. Was? Leute, ich habe keinen Plan, wie wir zur Hölle das überlebt haben. Es geht
persönlichen Ruhm oder finanzielles. Resolve ist das größte Unterfangen dieser Art. Die besten Köpfe weltweit arbeiten zusammen mit Cree. Und wir haben ein Spitzenteam aus Wissenschaftlern und Entwicklern, um sicherzugehen, dass wir nicht nur eine Zukunft haben, sondern einen Neuanfang. Die Chance auf einen Beginn. Okay, Leute. Ich versuche mir so gut es geht zu konzentrieren. Die Frage ist halt, was wir mit diesen scheiß Hunden machen. Ich habe noch keinen Plan, weil die sind so schnell, Alter. Ich meine, ich will auf jeden Fall da runter. Weil ich auf jeden Fall mir den Bagger holen will. Problem ist halt, dass beim Bagger auch so eine Drohne ist. Und ich weiß nicht, ob es nur eine Drohne ist. Wir warten auf jeden Fall, bis der scheiß Hund weg ist. Nein, es ist nicht nur eine Drohne. Alter, ich habe keine Ahnung wie, aber das Vieh ist tot. Toll. Ohne Lebensteile jetzt hier gegen den Bagger. Warum hält denn der so viel aus diesmal? Glänzende Münze. 4 Stück haben wir. Korrodierter Butterfly. Interesting. Wo ist denn der Unterschied? Der ist kaputt. Das ist kaputt. Ich kapiere das übrigens mit der Waffenfertigkeiten-Skalierung immer noch nicht. Was hat diese Waffe, was die anderen nicht haben? Schnittschaden, kein Elementarschein. Dieser Joske Butterfly wurde offensichtlich einer stark ätzenden Substanz ausgesetzt, aber dank seiner ausgezeichneten Bauweise und dem robusten Material ist die Struktur weitgehend intakt. Es steht allerdings außer Frage, dass seine scharf gezackten Kanten bei der nächsten Sicherheitskontrolle durchfallen würden. Warte mal, Schnittschaden 11, Wuchtschaden 5, Stichschaden 15. Hat ein bisschen mehr Schnittschaden.
Er hatte einen Punkt mehr Schnittschaden. Interessant aber trotzdem, ne? So, wir haben jetzt aber ein Problem. Wie gesagt, ich habe immer noch kein Rezept gegen die Hunde. Und wir haben keine Heiltränke mehr. Und ich komme hier nicht mehr weg. Denn da vorne... Jonah, ich darf dich doch Jonah nennen? Absolut. Da wartet ein Hund. Wie wir gerne sagen, bei Creo sind wir alle Familie. Es ist ein Privileg, dich hier zu haben. Im Lauf der Zeit hat man dich vieles genannt. Vom Wunderkind in deinen Startup-Tagen bis zum potenziellen Retter der Menschen. Nicht immer, aber ja, man hat es gut erinnert über die Jahre. Nicht alles davon war so schmeichelhaft. Immer so bescheiden. Die Wahrheit ist auch, wenn Politiker und Wissenschaftler sich gezeigt und gegenseitig entschuldigt haben, bist du oh, fuck it. Auf den Zahn getreten. Wo bringt uns die Debatte? Nirgends. Meine Gescheitheit wird widersprechen. Ja, stimmt. Aber unsere Probleme sind global. Wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Ich hatte Glück, was Timing und meine Position anging, sodass ich das mache. Fangen dieser Art. Die besten Köpfe weltweit arbeiten zusammen mit Creo und... Wir haben ein Spitzenteam aus Wissenschaftlern und Entwicklern, um sicherzugehen, dass wir nicht nur eine Zukunft haben, sondern einen Neuanfang. Die Chance, von vorn zu beginnen. Wir stecken da gemeinsam drin. Und gemeinsam werden wir es schaffen. Vielen Dank, dass du dir heute trotz deines vollen Kalenders die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Wir können nur hoffen, deinem Beispiel gerecht zu werden. Danke, Don, danke. Und danke euch. Euch allen, die ihr so unermüdlich arbeitet, um unsere Mission mit Resolve zu erfüllen. Ich weiß von vielen von euch in der Produktion, dass Creo mehr ist als ein Job. Es ist eine Berufung. Und ich kann euch nicht genug danken. Tolle Berufung. Denn ohne euch wären meine Träume nur das. Es ist mir die größte Freude heute, Jonah Gutenberg. Leute, ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Das ist ein Hund. Aber da, Ops, 3 Operations. Geht's da zu einem Operator-System? Mann, ich... Es ist ein Privileg, dich hier zu haben. Im Lauf der Zeit hat man dich vieles genannt. Vom Wunderkind in deinen Was habe ich jetzt angemacht? Was habe ich jetzt angemacht? Den Gründer von und ich darf wohl sagen Kopf hinter Resolve hier mit uns begrüßen zu dürfen. Jonah, ich darf dich auf Jonah nennen. Da ist ein Fall. Kein Grund für Förmlichkeiten. Wie wir gerne sagen. Es ist ein Privileg, dich hier zu haben. Im Lauf der Zeit hat man dich vieles genannt. Vom Wunderkind. Ich muss das rote Teil verfolgen. Alter, hier liegt einer. What the fuck? Geht da hoch, da lang und dann da hoch. Scheiße, ey, ich habe keine Ahnung, wo das hinführt. Die Tür ist dadurch nicht aufgegangen. Ich meine, wir sterben jetzt sowieso. Ich halt nicht mal mehr einen Furz aus. Quarantäne oder was auch immer steht. Hanebüchende Vorwände nur, um mich zu kriegen.
Ich muss hier raus. Also müssen wir die Sicherheitssperre abschalten. Und mit wir meine ich Sie. Wollen Sie mir vielleicht sagen, wer Sie sind? Mein Name ist Dr. Chavez. Melissa. Vielleicht haben Sie von mir gehört. Und nein, ich habe mich nicht verlaufen. Ich arbeite hier. Ich denke, das wäre genug geplaudert. Also, wie wär's damit, mich hier rauszuholen? Guter Plan. Ein paar Details könnten nicht schaden. Ich formuliere das mal so einfach wie möglich. Finden Sie das größte der Gewächshäuser. Suchen Sie dort nach der Hauptkonsole. Sie ist mit allen Systemen dieses Sektors verbunden. Ich bin mir sicher, den Rest finden Sie selbst heraus. Wenn Sie mich nett bitten, haben wir einen Deal. Wenn ich nicht nett gebeten hätte, wäre Ihnen das aufgefallen, glauben Sie mir. Ich bin dann weg. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Also für jemand, der sich Angst machen muss um sein Leben, ist sie doch relativ unfreundlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist doch ein File Operator System. Oh, Scheiße! Es ist mir die größte Freude, heute Jonah Gutenberg, den Gründer von und... Ich darf nur sagen... Ja, kann doch nicht sein, dass wir den ganzen Weg zurück müssen, wenn wir irgendwas abliefern wollen. Ich wünschte, ich wäre nicht an die Medbay gegangen. Wir hatten ja fast volle Leben. Ach Leute, wir werden trotzdem weitergehen. Ich kenne mich doch. Wie es hier weitergeht, das seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge von The Search. Wir werden auf jeden Fall sterben, gleich am Anfang der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.